So, ho, ho. Hallo Leute und willkommen zu einem, zu einem random Erstellvideo. Ja, ich werde jetzt mal eben so einen Charakter erstellen. Im Kampfstil von, übrigens nach Random Ideas, also einfach. Ich habe mir nichts vorher überlegt oder so. Ich mache einfach random irgendwas zusammen. Ich nehme mal diesen Kampfstil und mache einen männlichen Mann, der erstmal so ganz normal aussieht. Wird natürlich angepasst. Hier fängt es jetzt schon an. Ja, nee, deine Mutter. Das kann ruhig alles ein bisschen dicker werden. So, aber nicht zu viel, das möchte ich nicht. So, das passt. Das Gesicht passt auch. Die Haare. Aha. Ist noch nicht ganz das, was ich will, aber doch, ich denke mal, das passt. Na, was heißt, was ich will? Ich habe mir, wie gesagt, nichts überlegt. Diese eckigen Augenbrauen gefallen mir eigentlich ganz gut. Das noch besser. I can't run away. I won't hold back. Ah, this'll be easy. You will die. This should be a good. This fight will be. Why do you choose? I can see the fear. What? This should be a good fight. 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 Okay, dann nehmen wir es einfach mal so. Ja, jetzt kommt natürlich der schwierigste Part. Am besten setzen wir die sowas hier auf. Komm, wir können das Slenderman machen, aber nee, das machen wir mal nicht. Wie sieht das aus? Alter Bauer, stimmt, ich könnte ja mal so einen Bauern machen. Da muss ich aber den Kampfstil definitiv noch ändern. Passt hier noch irgendwas Besseres? Ich wusste gar nicht, dass es sowas... Genau wie das hier. Wusste ich gar nicht. Hier. King. Nee, so, das wollen wir jetzt aber nicht hier. Genau wie das wollen wir auch nicht. Wir wollen tatsächlich mal den Bauernhut nehmen, den wir hatten. Hier. Und mal weiter schmusen. So eine Brillchen. So. Okay, schauen wir mal. Wie sieht's mit Unterkleidung aus? Du bist zu arm, um dir was Richtiges zu leisten. Deshalb kriegst du das. So, jetzt gehen wir mal zum Lord. Was hätten wir hier denn zu passen? Ja, falls ihr hier manchmal so meinen Dingens hört. Gamepad. Ne, nicht Gamepad. Controller, genau. Ich spiele hier auf Konsole. Das ist halt so, ne? Ich kann es ein bisschen weiter runterhalten, aber ihr werdet es trotzdem hören. Wenn ich hier eine Hose anziehe, dann schauen wir mal. Dann geht der Rock nicht weg. Okay, dann muss ich das wegmachen. Dann brauche ich was anderes. Ja, das ist schon wieder zu rüstig. Was ist das? Nice. Wusste ich auch gar nicht, dass ich das habe. Was ist das hier? Ah. Cool. So, aber das, das passt ja alles nicht. Ich frage nicht nach, ich nehme das so hin und mache was anderes, wie zum Beispiel das hier. Oder das? Was sieht denn jetzt mehr so Bauer aus? Ne, das ist nicht Bauer. Das ist auch nicht Bauer. Ja. Bauer. Brauchen wir hier noch irgendwas? Bauer, ja. So, jetzt können wir hier mal schon Gürtel. Muss eigentlich. Ja, doch, natürlich muss das sein. So, eine Kette muss aber nicht sein. Auch kein Umhang und auch keine Feenflügel. So,
Also hier auf jeden Fall Handschuhe, if possible. Gibt es hier noch bessere? Wie sieht's mit denen aus? Nee. Die sind zu edel. Ja, das ist also passend. Hier haben wir jetzt noch Gin, aber das ist ein Bauer. Darf ich nicht vergessen. Schulterblatt muss auch nicht sein. Ich muss gleich niesen, seid vorgewarnt. Na, kommt noch ein zweites? Nee, gut. Dann schauen wir mal weiter. Schuhe. Lederschuhe, ganz normale Pussyschuhe. Das sieht doch schon nach einem schönen Bauern aus, nach einem schönen alten Bauern. So, mit dem Zeug tue ich mich immer schwer, deswegen lasse ich das. Also mit der Kleidung so, das passt erstmal auch von der Farbe her, da muss ich eigentlich nichts mehr ändern. So, Bauer. Na gut, hast du... Nee. Hat hier irgendwer... Nee. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Naja. Nee, du auch nicht. Gut, dann belassen wir es einfach dabei. So ein Stab kann sich auch jeder Bauer leisten. Hier so ein ganz simplen Stab, der nicht unbedingt vergoldet ist. Nicht unbedingt... Ja, hier, sieht doch fast aus wie so eine Mistgabel. Eigentlich nicht, aber ist mir scheißegal. Gut, dann bist du jetzt der Bauer mit der Mistgabel. Das ist doch schon mal ganz gut so. Kommen wir zum Schnappschuss. Warte, ich hab ne Idee. Erstmal machen wir hier irgendwas, was nach Bauernhof aussieht. Ja, hier Dreck. Na gut, das ist nicht wirklich Dreck, aber es ist mir scheißegal. Na komm, lass mal einfach so. Und hier vorne kommen jetzt, ach ne, ist da hinten, aber umso besser. Hier vorne kommt das hin, so, von wegen, du bist verkauft, du bist Bauer, versklavt, alles wunderbar. Jetzt muss ich das einmal verkleinern und runterziehen. Mein Aufnahmegerät macht komische Geräusche. Was tut es? Ne, das ist mein PC. Hä? Ach, keine Ahnung, was da gerade abgeht. So, wir nennen dich... Psch. Was ist denn das? Okay, jetzt ist es weg. Okay. So, wir nennen dich jetzt ganz kreativ. Nämlich Bauer. Ja, natürlich nicht geschrieben wie sonst, sondern anders. Ach, siehst du, hier wollte ich nochmal schnell schauen. Hier gab es doch kürzlich irgendein neues DLC. Wollte ich mal schauen, ob es irgendwas Interessantes gibt. Denn 400 Punkte habe ich mir aufgehoben. Ah ja, okay. Kommunikation, bitte warten. Ah. So, wo haben wir das denn? Hier. What the hell? Sonst noch was Neues? Warte, ich kann ja da unten rechts sehen, welches Kompatibilitätspack. Hier 5, das. Nee. Ja, genau 6. Da gibt es nicht schon ein 8. Es müsste doch 18. Hier. Das ist neu. Das kenne ich noch nicht. Nee, doch, das kenne ich doch.
Nee, dann kenne ich das. Oh Gott, stimmt, das kenne ich noch nicht. Das sieht aber ganz schön geil aus. Aber, warte mal. Wo waren jetzt hier sonstige Ausrüstung? WTF? Nee, das kaufen wir nicht, auch wenn da eine Katze dabei ist. Aber trotzdem, wie viel kosten das jetzt? 140 Punkte. Ich glaube, dann kaufen wir das mal schnell. Ja. Also mal ganz stylisch während der Aufnahme ein DLC gekauft. So, fertig. Gut, dann war es das jetzt aber mit Bauer. Würde ich sagen. Dann machen wir hier wohl eine Überprüfung. Ja, ja, ich weiß, habe ich ja kapiert. Muss man noch hier. Ja, genau. Dann gehe ich mal ins Astralmenü. Und. Ich würde sagen, das war's jetzt. Ja. Ich wollte nur mal schnell Bauer aufstellen. Gut, dann. Ja, dann sehen wir uns irgendwann später wieder. Auf Wiederhören.